Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. In dieser kleinen Videoserie will ich dir all die Nähgrundlagen und Tipps zeigen, die man braucht, um all meinen Schnittmustern und Videoanleitungen mit viel Freude und Selbstvertrauen zu folgen. Mir macht Nähen einfach so viel Spaß und ich hoffe, dass ich dich auch dazu animieren kann, mit dem Nähen loszulegen oder die alte Nähmaschine aus dem Keller oder aus vom Dachboden wieder herunterzuholen. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt geht's los! In diesem Video schauen wir uns an, welcher Stoff mit welchem Nähgarn und mit welcher Nähnadel zusammengehören, damit wir ein schönes Projekt gestalten können. Also hier suche ich gerade einen Faden oder ein Nähgarn aus, das mit diesem feinen, dünnen Baumwollstoff zusammengehört. Also für diesen dünnen Stoff könnte ich auch ein Baumwollgarn nehmen, weil es eben nicht stretchig ist und der Baumwollfaden oder das Baumwollgarn tendiert dazu zu reißen. Wenn der Stoff elastisch ist, also kann ich sowohl ein Polyester als auch ein Baumwollgarn für diesen feinen Stoff hier benutzen. Und ich würde ein etwas feineres Fadengewicht benutzen. Und für diesen Stoff hier, das ist ein Baumwollstoff, eine Popeline, glaube ich, der ist ein bisschen stretchig. Da würde ich einen Polyesterfaden benutzen, weil der eben etwas elastisch ist und sehr, sehr haltbar und reißfest. Und da kann ich auch wieder das gleiche Fadengewicht nehmen, so um die 100 bis 120 und natürlich in der richtigen Farbe, damit man die Naht nicht so sieht. Es sei denn, man will natürlich alles schön absteppen oder dekorieren mit einem extra kontrastreichen Faden oder Nähgarn. Dann habe ich hier einen Cordstoff, der ist etwas dicker, aber auch nicht sehr viel dicker. Und dafür kann ich auch wieder ein Polyestergarn nehmen, der ist leicht elastisch, aber nicht wirklich. Und weil mein Cordstoff nicht so besonders dick ist, kann ich hier auch wieder das gleiche Fadengewicht nehmen. Und dann können wir uns jetzt in dieser Tabelle hier etwas genauer ansehen, was alles zusammengehört. Ich habe viel im Internet rumrecherchiert und habe dann endlich eine Webseite gefunden, die auf Englisch das alles sehr schön aufgelistet hat. Ich habe das dann alles etwas verändert und meine eigene Tabelle gemacht und noch die Fadenstärke hinzugefügt. Wenn man zum Beispiel einen sehr dünnen oder leichten Stoff benutzt, wie Chiffon oder Spitze, dann will man am besten eine Kugelspitzennadel oder eine Mikrotex-Nadel zum Nähen benutzen. Die Nadelgröße sollte ungefähr 8 oder 9 sein oder 60 oder 65. Die Nadelgrößen und die Fadenstärken sind unterschiedlich in Amerika oder Australien und Deutschland. Such dir einfach die aus. Also ich habe immer beide aufgelistet hier vor dem Schrägstich, damit du auch genau weißt, was. Also es kann 8 oder 9 sein oder 60 bis 65, je nachdem, wie das die Nadeln markiert sind. Den Fadentyp, da würde man eine feine, merzierisierte Baumwolle oder Polyester benutzen, also feine Baumwolle oder Polyesterfaden. Und das Fadengewicht sollte 180 bis 150 betragen. Das ist, glaube ich, das, wie es in Deutschland genannt wird. Wenn man dann einen leichten Stoff nimmt, der nicht ganz so leicht ist, aber immer noch leicht, zum Beispiel ein Jersey- oder Stretchstoff, dann würde man wieder eine Kugelspitzennadel nehmen. Und dieses Mal kann die Nadel etwas größer sein, zum Beispiel so zwischen 65 und 75. Und man kann dann ein altes Näher Baumwoll oder Polyester nehmen. Ich würde empfehlen, den Polyester zu nehmen, weil der eben etwas reißfester ist und sich auch dehnt. Besonders wenn man so stretchige Stoffe nimmt. Die Fadenstärke sollte dann 150 bis 120 sein. Also es kann schon etwas stärkerer Faden sein. Bei mittelschweren Stoffen, zum Beispiel Baumwolle oder Leinen, kann man dann eine universale Nadel benutzen in der Stärke 75 bis 90. Ich nehme meistens 80 und benutze dann auch ein Polyester-Allesnäher, weil das eben mein Lieblingsnähgarn ist. Und die Fadenstärke ist dann 120 bis 100. Das ist so die Allesnäher-Stärke. Fadenstärke und Polyestergarn in 100 bis 120. Das benutze ich eigentlich für all meine meisten Projekte. Ich werde diese Tabelle auf meinem Blog oder meine Webseite auch hochladen, dann kannst du dir das da nochmal ganz genau anschauen, vielleicht auch ausdrucken oder herunterladen, speichern, wie auch immer, damit du gewappnet bist für deine Nähprojekte. Lass mich doch in den Kommentaren wissen, ob du eine bestimmte Frage hast oder ein bestimmtes Thema noch sehen willst in dieser Nähserie. Ich kann immer noch neue Videos hinzufügen. Ich habe jetzt
eine Frage bekommen, dass ich doch bitte zeigen kann, wie man das Fußpedal richtig benutzt bei der Nähmaschine. Da werde ich mich ganz abenteuerlich auf sehr interessante Kamerapositionen hier begeben, um das auch filmen zu können. Und ich hoffe, ich sehe dich dann auch im nächsten Video wieder, wenn ich dann zeige, wie man das Fußpedal von der Nähmaschine richtig benutzt. Oder wie ich es zumindest benutze. Und bis dann! Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!